und habe den Schwerpunkt Italienisch gemacht. Dann bin ich nach Kemmerton gegangen, habe da dann nach 5 Jahren maturiert und bin dann nach Wien gegangen studieren und jetzt bin ich in meinem Beruf. Also grüß Gott, mein Name ist Silvia Hohmeier, ich bin Lehrerin an der Handelsakademie und Handelsschule Würgl und bin auch Bildungsberaterin und habe also einen guten Kontakt zu den Hauptschulen in unserer Umgebung. Und ich kann also Ihnen nur sagen, dass die Hauptschule ganz eine große Bedeutung bei uns hat, denn wenn ich den Vergleich und das Ergebnis zum Beispiel der letzten 3 Matura-Klassen zitieren darf, dann sind also ca. 75% der Maturanten aus dem vergangenen Schuljahr Hauptschulabsolventen, die da zu uns gekommen sind. Ganz allgemein erlaube ich mir jetzt einfach zu sagen, dass Hauptschüler bei uns als sehr leistungswillige Schüler auffallen. Wenn sie leistungsorientiert sind, dann sind sie also auch sehr leistungsmotiviert und können also eine Handelsakademie, eine berufsbildende Schule, höhere Schule, also ganz leicht schaffen. Mein Name ist Stefan Schmidt, bin in Würgl Hauptschule gegangen, bin danach HTL gegangen in Fulpnes für Maschinenbau. Der Wechsel von der Hauptschule in so eine höhere Schule war eigentlich überhaupt kein Problem. Und ich bin jetzt da zuständig für die Produktentwicklung, Konstruktion, Planung und dann eben weiter auch für die Produktion. Das heißt CAD-CAM, das ist in erster Linie CNC-Fräsen, gekoppelt mit dem CAD-Zeichnen. Hab dann die Glasfachschule in Gramsach besucht, die, was ich mit einem ausgezeichneten Erfolg abgeschlossen habe, habe dann einen Aufbaulehrgang für Grafik und Design gemacht und bin mittlerweile selbstständiger Unternehmer in Würgl. Hallo, wie geht's euch denn? Gut. Super, das freut mich, dass ihr vorbeischaut. Wo bist du jetzt schon? Die Hauptschule war eine harte Zeit, wo ich viel lernen habe müssen, aber es hat sich gelohnt, weil ich jetzt in der HTL auch Spitze bin. Überhaupt mit der Hauptschule 2, weil das waren die engagiertesten Lehrer, die ich überhaupt jemals kennengelernt habe. Angenehm überrascht und es ist die beste Voraussetzung für höhere Schule. Unsere Tochter geht jetzt in die HBLA und es geht ja ausgezeichnet. Wir haben mit den Hauptschülerinnen immer nur die besten Erfahrungen gemacht. Also wie gesagt, circa, ich würde mal sagen, mindestens 3/4, wird gar nicht gelangen. Wahrscheinlich 4/5 aller unserer Schülerinnen und Schüler kommen von der Hauptschule. Normalerweise sind die Schülerinnen, die zu uns kommen, auch die Schüler, die sind gut vorbereitet auf den Besuch einer weiterführenden Schule. Hallo, ich bin die Subiede Demir. Ich bin auch in die Hauptschule 2 gegangen. Bin jetzt in der 3. Klasse HBLA. Habe in zwei Jahren meine Matura und habe seit 3 Jahren kochen. Es macht voll viel Spaß. Ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen. Wir besuchen heute das Borg Innsbruck. 5 unserer ehemaligen Viertklässler besuchen nun diese Schule. Ich bin der Leiter von dem Chemie-Olympiade-Kurs, der hier am Borg Innsbruck veranstaltet wird. Und der Viktor ist einer jener, die aus der Hauptschule zu uns gekommen sind. Und gerade der Chemie-Olympiade-Kurs zeigt, dass begabte Schüler, die chemisch interessiert sind, zu tollen Leistungen fähig sind. Durch die gute Vorbereitung an der Hauptschule Würgl hat es nie Probleme an der HTL Innsbruck gegeben. Und somit habe ich die HTL auch nach 5 Jahren mit der Matura abgeschlossen. Und das Physikstudium habe ich nach der Mindeststudienzeit abschließen können. Meine Eltern haben für mich entschieden, dass ich die Hauptschule in Würgl besuchen soll, damit ich meinen gewohnten Freundeskreis beibehalten kann. Und wenn ich nach 4 Jahren Hauptschule auf die Zeit zurückblicke, muss ich im Nachhinein sagen, dass es auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen ist. Ich habe mich weiterentwickelt, bin über mich hinausgewachsen und teilweise auch ein Teamplayer geworden und habe auch schwächeren Schülern helfen können.
Und aufgrund vieler außerschulischer Projekte habe ich mich einmal fast dazu entschieden, Chemielaborantin zu werden. Da aber mein Talent eher bei den Sprachen liegt, bin ich jetzt zum Entschluss gekommen, das Burg in Innsbruck zu besuchen und danach eben ein Studium zu beginnen. Hallo, ich bin die Bianca Miksek, gehe jetzt zurzeit in die HAK Würgl. Zuerst habe ich die Hauptschule 2 in Würgl besucht. Die habe ich eigentlich ganz gut vorbereitet, denn ich habe jetzt ein A.S. in Chemie, in Betriebswirtschaft und Zwarer und in Rechnungswesen auch. Und mein Zeugnis schaut eigentlich ganz gut aus.